Freunde, hier ist Robert Goertz, Matuszewski. The Shadow Man is in the house. Ich zeige es immer wieder. Ich bin hier der Facility Manager und ich bin linksstaatlich und zivil courageig und für die Regierung. Und ich bin natürlich auch für das WEF, World Economy Forum. You will own nothing and you will be happy. Ich zitiere mal meinen sehr geschätzten, mein Idol, ja, Klaus Schwab. Klaus Schwab, ja. Aber zuvor, das möchte ich erstmal kondolieren, bevor ich eine sehr gute Nachricht für euch alle habe. Vor allen Dingen für die Obst- und Gemüsegärtner unter euch, ja, die Hobbygärtner. Eine ganz erschütternde Nachricht. Jakob Rothschild ist von uns gegangen. Ein Philanthrop, ja. Ein Philanthrop, ja. Jakob Rothschild, ja. An dieser Stelle Schalömchen, ja. Massentopf. Ist leider von uns gegangen, es ist schmerzhaft, der wichtigste Philanthrop, ja, aller Zeiten ist von uns gegangen. Er konnte leider seine Schaffenskraft nicht vollständig zur Blüte bringen, nein, konnte er nicht, nein. Er ist in jungen Jahren gestorben, ja, also knapp 100 oder so. Aber er hätte noch mehr erreichen können und wollen, der Philanthrop, ja. Jakob Rothschild, herzliches Beileid an alle Sektenmitglieder, an die Familie, ja, und ja, wir trauern. Es ist schmerzhaft, ja. Beileid. Naja, so, Nachrichten. Also, ja, und zwar trug sich Folgendes zu, World Economy Forum, ja, da sind wir wieder, schließt sich der Kreis des Gedankens, hat jetzt eine Empfehlung ausgesprochen, und zwar, die Regierung sollen jetzt dafür Sorge tragen, dass der Bürger und die Bürgerinnen kein Obst und Gemüse mehr anbaut, weil das ist laut einer neuesten Studie, ich hatte unlängst ja schon berichtet, ganz schlecht für CO2. Bedeutet, also Tomaten und Gurken im Garten anbauen, ja, oder ein Apfelbaum, ganz schlecht für CO2 oder Gurken oder hier diese anderen Gurken, diese kleinen, oder Salat, alles verboten. Also auf gar keinen Fall, weil, ja, oder gar einen Birnbaum, nein, ganz schlecht für CO2, wir sollen das lieber im Supermarkt kaufen. Böse Zungen sagen, Moment mal. Wenn das irgendwo angebaut wird, dann mit einem LKW oder mit der Bahn oder beides zum Großhandelsplatz da geschafft wird, da wird es dann weiterverarbeitet und verpackt. Und von da aus wird es dann nochmal gefahren zum Supermarkt und dann wird es vom Supermarkt nochmal gefahren nach Hause. Und der Supermarkt muss belüftet werden, klimatisiert werden, beleuchtet werden, da muss Personal hingefahren werden, zurückgefahren werden, der muss sauber gemacht werden. Ist das nicht ein klein wenig CO2-neutraler, wenn man es einfach auf dem Balkon, der Terrasse oder im Garten anbaut? Freunde, das stimmt zwar, ist doch aber nicht richtig. Wenn World Economy Forum sagt, nicht selber anbauen. Böse Zungen sagen, es könnte sein, dass der Ukraine-Krieg in den ersten 20 Monaten, so viel CO2 produziert hat, wie Deutschland in 600 Jahren nicht raushauen kann, Freunde. Auch das ist richtig. Aber natürlich falsch. So. Und ganz andere böse Zungen sagen, geht es vielleicht in die Richtung, dass wir alle nicht mehr autark sind und dass man dann irgendwann dafür sorgt, dass es nur noch Kunstfleisch gibt, kein echtes, was übrigens angeblich zu Turbokrebs führen soll, nach laut neuen Studien. Nein. Und dass wir dann irgendwann nur noch Obst und Gemüse bekommen, was nicht mehr die Sonne gesehen hat, sondern nur so UV-Lampen, ja, und in Hochregallagern gezüchtet wurde, wo überhaupt gar nichts mehr drin ist, also keine Vitamine, keine Spurenelemente, keine Mineralien, ja. Bestenfalls noch ein paar Ballaststoffe. Geht es in die Richtung? Ja, Freunde, das ist gut für die Umwelt. Und vor allen Dingen ist es gut für die Unternehmer, ja. Jetzt habt euch doch mal nicht so. Dann könnt ihr schön zu Hause anpflanzen könnt ihr ja nichts mehr. Blumen ist ja auch schlecht. Also Blumen sind auch ganz schlecht. Aber ihr könnt zum Beispiel Plastikblumen bei euch auf die Terrasse, auf den Balkon stellen. Ja, dann müsst ihr keine Tomaten mehr haben. Plastikblumen. Ja, die sind haltbar. Ja, wenn es regnet, sind die auch wieder sauber. Wunderbar. Die produzieren kein CO2. Ach nein, machen ja Pflanzen eigentlich auch nicht, ne? Ist egal. Haben wir das jetzt geklärt? Also wir dürfen nicht mehr anbauen. Wir sollen nicht mehr anbauen und es wird auch bald verboten werden. Gut, so. Ganz anders handelt ja Russland. In Russland ist es schon seit vielen Jahren, seit über 10 Jahren so, dass die Regierung es fördert, wenn der gemeine Russe anbaut. Wirklich wahr? Das wird gefördert von der Regierung, dass der einfache Russe Obst und Gemüse anbaut in der eigenen Datscha. Ja, ja, das ist fördern die. Daran erkennt ihr doch schon mal, dass der Russe schlecht ist, ja. Gut, in diesem Sinne auf in einen wunderschönen Nachmittag, schönen Abend, wann auch immer ihr dieses Video seht. Und wenn es euch jetzt gerade den Appetit verschlagen hat oder den Magen in irgendeiner Form verdreht hat, ja, oder wenn ihr gerade krank seid, bitte ganz schnell wieder hochkommen. Gerade jetzt brauchen wir euch. Und wir bleiben standhaft, optimistisch, voller Tatkraft und wir halten zusammen. Meine Truppe grüßt, meine Frau Martina grüßt und ich freue mich jetzt außerordentlich gerade heute über einen schönen Kommentar von euch Hobbygärtnern. Mal sehen, was ihr dazu sagt. Ich freue mich über euren Daumen hoch und liebe Unterstützer, dank euch kann ich diese Arbeit hier leisten. Von Herzen danke, danke, danke. So, ich würde mal sagen, ich mache jetzt YouTube, nein, YouTube-Hauptkanal. Ich hab euch lieb, juhu. So sieht Tatkraft aus. Ein kurzes Video ist jetzt nicht zu lang, oder? Keine 5 Minuten, also bitte, kann man jetzt nicht meckern, oder? Ja, aber mit dem Rothschild ist schon tragisch, ist wirklich, also, hat mich sehr getroffen.